Hallo, und da sind wir wieder bei Minecraft. Weiter geht's. Ja. Heute nehmen wir uns wieder mal Zeit für Pneumatikkraft. Da habe ich in letzter Folge ja gezeigt, hier die Assembly Line Maschinen hier. Wenn wir hier, können wir nochmal testen. Hier habe ich noch vier gemacht. Die da reinwerfen, werden die automatisch weiter verarbeitet. Der Arm nimmt die schon raus und so weiter und so weiter. Da haben wir ja. Ja. Habe ich jetzt welche noch? Die auch noch. Und ich habe, wie gesagt, alles vorgecraftet. Ich glaube, ich habe alles. Ich hoffe es mal. Was wir gleich brauchen werden, ist die Charging Bench, den Kinetic-Kompressor. Programmer. Die Tubes eventuell. Und vorerst mal nichts mehr. So. Ö-Ausgang. Wird immer voller hier. Verschwindet schon der Ausgang. Zwar habe ich das hier schon mal so grob aufgebaut. So. Da kommt dann die ganze Anlage hin. Ich muss gerade überlegen, wie wir das aufbauen. Der hier. Eins weiter weg oder dabei? Das ist die Frage. Ich setze den mal lieber hier hinten hin. Den aus. Den brauche ich nicht. Wo ist denn der? Der ist es. So. Hardwood hier hin und da fahren wir mit den. Nee. Ich weiß gar nicht, wo der ein Output hat. So, okay. Kann man den einfach so abbauen oder wie baut man den Hund ab? Muss man den auch nochmal abbauen? Sehr sache, wie bauen wir das am besten auf? Duck, duck und darunter. Ja, anders wird es eh nicht gehen. Dann machen wir die Charging Bench hier hin. Drehen die mal. Okay, so. Den Kinetic hier hin. Drehen den auch zurecht, damit er passt. So, genau. Dann geht's hier nach unten. Mit der Pipe. So, dann nehmen wir einfach diese Advanced Pipe hier. Zack. Verbinden sie nochmal eh. Hier unten hin. So, runter, runter. Hier entlang. Hier unten haben wir unseren schönen Schachter. Und da oben. Zack, drüber einfach. Da müsste der eh schon anfangen laufen, glaube ich. Explodiert jetzt was oder es geht? Es klappt anscheinend. Hier ist ein Aufgang, das habe ich ja damals schon gesagt. Das müssen wir uns merken. So. Jetzt müsste er eigentlich hier schon anfahren. Ja. Okay, der braucht aber nicht viel. 111, das ist ja nix. Jetzt könnte man gerne die Solar dranhängen. Oh, der produziert hier schon brav. Wie viel Bar macht der eigentlich? Das weiß momentan keiner, gell? Lass mal einfach mal machen. Wenn er explodiert, explodiert er, dann kann man nichts machen. Dann kann man eh nichts machen. So, hier schön zumachen. Genau, und hier kommt dann das Upgrade rein, was ich vergessen habe. Beziehungsweise muss ich auch noch die andere Sache mitnehmen. Das Upgrade brauche ich. Das hier. Dann brauche ich ein Startmodul. Ein Bastelteil. So. Ich brauche ein Modul. Dann. Haha. Import vom Inventory brauche ich zweimal. Alten Filter brauche ich zweimal. Export brauche ich zweimal. Area brauche ich zweimal. Ich weiß gar nicht, was die Textkarten machen, deswegen nehmen wir die auch mal mit. Das weiß ich nicht. So, dann kommt hier das Upgrade rein. Seht, mit Upgrade ist oben eine Plattform, ohne Upgrade ist keine Plattform. Zack. Dann kommt der Programmer, den müssen wir bestimmen einfach jetzt mal hier hin. Da stört er uns ja nicht. Dann fangen wir mal an. Die Drohne brauche ich noch. Die Drohne, habe ich die jetzt drin vergessen? Drohne, Drohne, da ist sie.
Die müssen wir programmieren. Dann werden wir jetzt mal gucken. Wir werden die Drohne verwenden, um die Wolle von hier nach hier rein transportieren. Wenn wir dann jeweils eine Wolle raus tun. Ich weiß gar nicht, ich habe damit noch nie gearbeitet, also werden wir das erstmal testen. So, Programmer. Wir fangen an mit Ergebnis. Ah, Start, okay. Dann brauchen wir ein. Was machen wir als nächster? Wir brauchen dann. Ne, Dick nicht. Item aufnehmen. Warte mal kurz. Importieren eigentlich. Import Item. Das ist. Export. Export to Inventory. Ne, Import. Dieser blaue. Right click from Option. Ah. Importieren wir Item. Und damit mal schauen. Brauchen eine Area. Achso, das geht ja da vorne. Ah, das vergesse ich. Eine Area brauchen wir, also wo er importieren soll. Und zwar ist das dann mit den hier. Muss man Shift-Rechtsklick drauf, dann speichert er das. Dann muss man hier aufs Area-Rechtsklick. GPS-Tool 1. GPS-Tool 2, zack. Ich glaube, das war ja der richtige, oder? Nee. Okay, es hat Bumm gemacht. Deswegen. Okay, also definitiv müssen wir das abschalten. Ein Versuch war es ja wert, ne? Ich habe nicht drauf geachtet. Das heißt, ich muss das dann eh umbauen noch. Naja, habe ich was offen zu tun. Jetzt haben wir meine Charging Bench auch weg. Du dummes Teil, du. Wo sind wir denn da? So, Strom weg, dann hört er auch auf. Gut. Dann holen wir uns da die Charging Bench einfach. Die, was wir hier haben. Schließen die nochmal an. Zack. Aha, da haben wir Speed Modul auch drin. Na, okay, gut. Kann ja auch nicht schaden. Naja, naja. So, wir haben jetzt 5 Bar. Jetzt geht's aber. So. So. Ja, dann lassen wir noch ein bisschen laden hier. Ein bisschen Speed rein, noch einmal dieses. Ah, jetzt wird das Upgrade, gell? Dispenser Upgrade fehlt jetzt. So. Wir können in der Zwischenzeit die Drohne da rein tun. Dann wird die auch geladen. 5 Bar haben wir schon. Eigentlich, wie viel braucht die Drohne? 10, glaube ich, maximal. Das schalten wir wieder aus. Gehen wir wieder hin. Wir brauchen nochmal dieses Dispenser Upgrade. So, so. Dispenser Upgrade, da ist es. Brauchen wir noch einen Dispenser, einen Bogen. So, das hier. Und das hier. Dann machen wir es halt nochmal neu. Ich wollte eigentlich drauf gucken, ob das explodiert oder nicht, aber hab's ja vergessen. Kann ja mal jeden passieren. Snoop ist da. Dann lassen wir wieder ein bisschen laufen. Damit wir da die 10 Bar das erreichen. Ist natürlich doof. Ich müsste hier abschalten. Sobald der 10 Bar erreicht hat, abschalten. Wie machen wir das am besten? Naja, müssen wir dann schauen. So, 5,5. Also wie gesagt, Area müssen wir jetzt gucken, Restklick, dann den rein, Area, da den rein, so ist drin, jetzt schon Area machen, müsste ich eigentlich hier drin den Würfel sehen, genau. So, dann haben wir den mal. Dann können wir hier sicher noch sagen, so, Itemfilter. Welche Item? Search Item, was haben wir da drin? Wolle, und zwar die schwarze Wolle. Use Meter Damage Manual. Da
Passt. Okay, das haben wir eh schon. So, jetzt mal ja immer aufpassen, dass wir hier nicht über die 10 Bar kommen. Gut, Itemfilter haben wir. Ich schalte das lieber aus, ich hab da Angst. Nochmal möchte ich das Ganze nicht da in die Luft haben. So, dann haben wir mal, er nimmt's auf. Kann man dann eigentlich Itemfilter noch einen zweiten ranstecken? Müsste ja gehen, gell? Search, Wolle. Passt. Dann haben wir den auf. Dann kommt, als nächster muss er abgeben, also Orange. Export-Inventar, Area. Vergesst das immer. Area, so, kommst du da. Und zwar kommt das dann, was haben wir denn zuerst gesagt, die schwarze, gell? Zack, hoppala. So, ich hoffe, dass das wirklich funktioniert. Dann Typ S Tool. Hier. Und beim zweiten müsste er eigentlich hier den da rein tun. Oder nimmt er ersten Befehl, zweiten Befehl, zweiten Befehl. Wir testen es einfach. Und das ist der zweite. Erster ist drin, zweiter ist drin. Boss, wir füllen. Okay, egal. Nochmal das und dann kommt wieder. Ja, eigentlich nichts. Eigentlich müsste das dann selbst laufen. Und dann, was macht er danach? Danach möchte ich mal versuchen, die Textkarte irgendwo. Textkarte, wo kann man die ranbringen? Kann man, hier. Entweder entdeckt oder sonst nirgends. Also nur wenn man irgendwo jemanden angreift. Na gut, dann lassen wir das mal so. Nehmen wir die Drohne hier raus. Packen die hier rein. Zack. Exportieren wir die Sachen zur Drohne. Dann verschwinden hier unsere Puzzlen, weil die dann in der Drohne eingebaut sind. Und platzieren die mal irgendwo. Zuerst gucken wir mal, wie viel haben wir da drin. 38. Zack. Und schauen wir mal, was die macht. Aha, sie nimmt mal unten was raus. Warum genau unten? Weil schon mal keiner. Das ist schon mal ganz schlecht. Das heißt für uns, hier muss dicht gemacht werden. So. Dann kommt hier wieder Wolle rein. Dann kommst du wieder hier auf. So. Zack. Die Wolle rein, hat sie hier reingepackt. Oder auch nicht. Okay, anscheinend klappt das nicht so. Drohne wieder rein. Das heißt, der muss hier weg. Das heißt, Area haben wir den ersten. Er nimmt aus den, nimmt der schwarze Wolle und packt sie dann. Die schwarze Wolle, zack, hier rein. Error GPS Tool 1. So. 308. Genau, packt die Wolle hier rein. Danach machen wir wieder Inventar importieren. Area. Und zwar wieder das gleiche, was wir oben haben, die Kiste hier. Ah, jetzt stockt der Hund wieder. Na komm.
dann Select 1 den, Select 2 den, 1 den, 2 ist drin. Dann ist wieder die Frage, der hier alte Filter. Da sagen wir mal Wolle, und zwar die weiße. Das heißt, da haben wir schwarze, dann mal weiße und dann wieder Export. Dann brauchen wir wieder ein Area. Wohin? Und das exportiert dann in die neuen. Hier sagen wir wieder 1, 2. 1 ist drin, 2 ist drin. Ja, jetzt muss ich Bastelteile holen. Da brauche ich jetzt noch welche. 2x Area, Import und Export, glaube ich, müsste das sein. Itemfilter. Wenn wir gleich sehen, welche Karten weg sind und welche da bleiben. Und dann hier Export to Drone. Und dann testen wir den ganzen Schmafu nochmal. So. Zack. Schwarze. Der bleibt ja einfach oben, oder kann in den Hopper nichts reintun? In den Perl nichts reintun. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder wartet, bis er voll ist. Warte mal, so. Bis er ein Stack hat. Bis er gar nichts mehr drin hat. Komisch, komisch. Ich glaube, der kann das eher nicht in diese Barrels reintun. Wir könnten aber oben Hopper drauf tun. Das soll er in die Hopper reinwerfen. Ich werde das jetzt einfach mal offline testen mit Hopper und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, lasst ein Like, Abo da, teilt das Video und ciao Leute, bis dann.